Ja, herzlich willkommen wieder bei GrobiTV, unserem Heimkino-Kanal. Der gute Michael ist neben mir und du hast hier gerade mal einen Schlüssel organisiert, weil der Hausherr, in dessen Haus wir uns hier gerade befinden, hat uns freundlicherweise den Schlüssel oder dir den Schlüssel gegeben. Genau. Wir sind nicht bei dir hier, aber wir sind bei einem Kunden, wo du vor, ja, fast schon zweites Zuhause in den letzten Wochen hattest, ne? Ja, hier haben wir mal wieder ein Heimkino im Wohnzimmer installieren dürfen. Diesmal sehr, sehr umfangreich, was normalerweise mit allen Aufgaben, die normalerweise halt nicht zu unserem Aufgabengebiet gehören, so dass sich das natürlich zeitlich etwas ausgedehnt hat. Da waren wir jetzt bestimmt ja, 2,5, 3 Monate dran. Also es ist kein Job gewesen, den man in einer Woche mal eben erledigen kann. Ja, man kann dazu sagen, der gute Mann, der war auch mehrere Tage nicht hier, ist viel geschäftig unterwegs gewesen, ja, und hat auch noch eine andere Wohnung und so weiter. Trotz Corona hat das irgendwie ganz gut funktioniert. Er konnte das nutzen oder du konntest das nutzen hier, ne? Michael ist ja nicht unbekannt. Mit ihm haben wir auch schon mal mehrere Videos gemacht. Zuletzt auch live mal, also zum Thema Satellitenfernsehempfang. Du bist gelernter Meister, oder richtig? Radio-Fernsehtechniker, ne? Genau. Ja, genau. Und du bist auch häufig auf dem Dach von solchen Häusern. Unter anderem auch, genau. Ja, wenn wir Satellitenanlagen installieren, dann gehört das Dachklettern dazu. Genau, und ansonsten macht er häufig bei uns auch die Installation hier im Umkreis von Karst, was da heißen kann, 50, 100 Kilometer, je nachdem. Er fährt auch weiter, hängt davon ab, wie gezahlt wird. Nein, aber ist natürlich immer mit Aufwand verbunden, wenn man jetzt mal so einen halben Tag unterwegs wäre. Nichtsdestotrotz ist es auch schon vorgekommen, weil du installierst eben auch schon mal den Beamer, die Leinwand, die Lautsprecher, solche Sachen eben gerade auch in Wohnzimmern. So, und hier ist es eben, du hast es gerade angekündigt, das war schon ein deutlich größeres Projekt hier, was du mit ihm gemacht hast. Ihr kanntet euch, ihr kennt euch auch ganz gut. Und somit hieß es dann, pass auf, Michael, kannst du mir das nicht machen? Richtig. Und dann hast du das gemacht. Dann haben wir gemacht und getan, was wir konnten. Ja, über, wie gesagt, etwas mehr als 2 Monate. Ja, aber nicht in einem Stück durch. Nein. Wir haben ja auch noch andere Kunden, die bedient werden. Ja, genau. Und hier war ja ein bisschen auch Zeit. Komm mal mit rüber. Wir gehen mal, der gute Simon folgt uns mal, weil wir sind nämlich in einem Wohnzimmer, welches jetzt nicht gerade ganz so klein ist und welches aber hier auch genutzt wird als ein Heimkino. Das sieht man auch nicht alle Tage in dieser Art und Weise vom Aufbau, weil hier war ganz klar das Ziel, dass die Leinwand, die schon vorhanden war, ne? Da war doch was vorhanden. Ne? Da war vorher natürlich auch ein Heimkino drin mit einer Leinwand, die nicht ganz so groß war. Das war auch wieder die feste Vorgabe, auf jeden Fall Rahmenleinwand. Ja? Hast du eine Idee, warum er das haben wollte? Einfach, weil es, ich glaube, weil es einfach schicker ist, weil es angenehmer zu gucken ist und weil das Bild einfach geometrischer ist. Ne? Wir haben keine Ränder, die wir nicht ausfüllen, weil das Tuch ein bisschen eingefaltet ist oder ähnliches. Von daher war die Vorgabe ganz klar Rahmenleinwand. Okay, gut. Also Rahmenleinwand ist vorhanden. Dann damit dazu Lautsprecher. Das sind jetzt mal keine da, die Lautsprecher. Ich werde verrückt. Das sind etwas ältere IQ-Lautsprecher. IQ? Die wir damals auch selber gebaut haben. Komm, lass uns das rübergehen. Original-IQ. Mhm. 5180. Ich müsste jetzt lügen, eine MK2 oder eine MK1, das weiß ich nicht mehr. Die haben wir damals aus dem Laden uns rübergeholt in die Werkstatt, komplett zerlegt, alle Maße uns genommen und haben das Holz vom Schreiner anfertigen lassen, haben vom Vertreter die ganzen Chassis bekommen, die Innereien bekommen und haben das Gerät dann selber gebaut und anschließend zu einem Lackierer gegeben, der uns das dann schön in Hochglanz-Schwarz-Klavierlack lackiert hat. Ist schon ein bisschen her. Also ihr kennt euch auch schon ein bisschen länger. Wir kennen uns schon länger, wir sind schon zusammen zur Schule gegangen. Schöne Geschichte. Und diese Lautsprecher, die werden mit euch jetzt anscheinend alt, ja? Wird sich entscheiden. Da können wir nachher drüber sprechen. Wir haben hier einen Center-Speaker eingebaut hinter der Leinwand, der schon so klasse ist und so viel Spaß macht, dass sich die Überlegung ansteht, ob man die nicht auch gegen zwei solcher nochmal ersetzen sollte, die man dann in die Wand baut. Einfach nur um die, so schön sie sind, aber trotzdem aus den Füßen zu kriegen, auf Deutsch gesagt. Ich hatte vor einigen Wochen hatte ich ein paar Bilder mal veröffentlicht, wo man das sehen konnte, vorher, nachher. Was war vorher da? Das war was für eine Leinwand? War das eine Rahmenleinwand mit 2,66 Meter Breite, auch schon eine 21:9. Die ist weggekommen. Dafür ist jetzt die große Xodiac da mit dem schalldurchlässigen Gewebetuch. Und wie gesagt, den Center Speaker halt hinter die Leinwand. Wie breit ist die Leinwand hier? 3 Meter. Die ist 3 Meter. 21:9. 21. Du hast sie ja relativ hier für, ja, wie sagen wir, relativ tief aufgehängt. War das eine Anforderung? Nö. Also da haben wir drüber gesprochen und es ist tatsächlich so, dass es fürs Gucken immer optimal ist, wenn man so Bildmitte Sitzhöhe hat. Wenn man sich erlauben kann, weil da unten nichts ist. Wenn man sich erlauben kann, wenn da unten nichts ist. Den Center Speaker haben wir auch aus den Füßen genommen, der ist jetzt dahinter. Ja.
Es ist aber schwierig, ja, weil wir den Beamer zum Beispiel nicht tiefer hängen können und wir aufpassen müssen, dass uns die breite Kante, die auch etwas vorsteht, hier keinen Schatten reinwirft. Ja, nachher, okay. Ne? Ja. Und das war jetzt wirklich so gerade die Höhe oder die Tiefe, die wir hinkriegen konnten, ohne dass es Ärger macht. Ich hoffe, ihr hört alle sehr aufmerksam zu, weil das sind jetzt so kleine Details. Also wir hatten fest 21:9, man geht weit runter, aber man muss natürlich diesen Zwischenraum hier überbrücken. Kann das sein, dass die Decke nicht normal ist von der Höhe her? Die Decke ist nicht normal, weil der Estrich etwas angehoben wurde. Der Raum ist irgendwann mal nach hinten raus verlängert worden. Ja. Da war früher hier in diesem, bis zu diesem Vorsprung war wohl ein kleiner Balkon. Dann ist das verlängert worden. Ja. Und um im Raum keine Stufe zu haben, ist der Estrich bis vorne hin erhöht worden. Das ist aber mächtig hoch, ne? Ja, ist eine Stufe, ne? So 10, 12 Zentimeter. Okay. Dadurch kommt die Decke natürlich ein Stückchen runter. Ja. Mhm. Das ist auch, glaube ich, so ziemlich das Einzige, was wir hier in dem Raum in dem Umfang jetzt nicht mit umgebaut haben. Sag mal, wie groß ist der? Das ist kein kleines Wohnzimmer, ne? 6x6. 6x6, also richtig quadratisch. Ja. Ja, okay, 6x6. So, jetzt ist vorher also eine Rahmenanwand drin gewesen. Vorher waren die zwei Lautsprecher drin, sind auch immer noch drin. Vorher waren Center da unten drunter, davor, wie richtig. Auch immer. Vorher und war ein 7.1-System drin. 7.1-System. Genau, mit einem wunderschönen alten Denon AVC A1 SE. So ein Mega-Klotz. Ein Riesenklotz in Goldfang, ein wunderschönes Ding. Ja. Steht auch zum Verkauf übrigens. Oh, falls es irgendjemand voll funktionsfähig? Ja, natürlich, selbstverständlich. Ja, hätte sein können. Kein Pickel, kein Kratzer, also wirklich neuwertig im Karton, original eingepackt. Im Karton? Natürlich, ja. Okay, alles klar. Soweit also wann ihr das Video jetzt sehen werdet. Also Zwischenverkauf vorbehalten, sage ich mal. Wer weiß, wie schnell da vielleicht weg ist. Das ist ein tolles Stück. Wir sind mal im Raum Karst Neuss. Also in der Region sind wir. Kann dann auch im Extremfall persönlich abgeholt werden bei uns oder bei ihm. Je nachdem können wir mit ihm ja mal telefonieren. Wenn wir weitermachen jetzt hier, Sitzabstand wäre wo ungefähr, wenn du sagst, wir haben eine Tiefe von 6 Metern? Also wir haben hier Folgendes gemacht. Vorgabe war Rahmenleinwand. Das heißt, wir können Fernseher und Leinwand nicht auf dieselbe Wand bringen. Ich weiß gar nicht, ob das jeder schon gesehen hat. Da ist nämlich noch ein Fernseher, ganz normal. Den gucken wir uns gleich mal genauer an. Ja. Also das heißt, du hast bei beiden fast den gleichen Abstand? Das haben wir nicht ganz. Ja. Aber dadurch ergibt sich natürlich die rechtwinklige Anordnung der Couch. Das heißt, in die Richtung Fernseh gucken. Ja. In diese Richtung dann eben großer Spaß mit großem Bild, großem Ton. Ja. Den Abstand von der Couch zur Leinwand haben wir so gewählt, dass wir tatsächlich hingegangen sind im Verhältnis 8:5. 8:5? Ja, genau. Macht 13. Nein, 8:5. Ach, 8:5. Du hast 8, hast du? 5 sind das und 3 sind das. 5 Teile. Alles klar, guck mal, brauche ich euch nicht mehr erklären. Habe ich direkt. Okay. Nein, vereinfacht sagen auch viele. Im Verhältnis 3:2. Ja, kann man auch sagen vielleicht, aber ist nicht ganz. Nein, nicht ganz. Ja. Aber läuft darauf hinaus, vielleicht sagt das dem einen oder anderen was, goldener Schnitt. Goldener Schnitt? Goldener Schnitt. Michelangelo etc. pp. Ja, 2:3 und oder 8:5 ist goldener Schnitt. Goldener Schnitt heißt, wird automatisch immer vom Empfinden her als angenehm und harmonisch empfunden. Das ist einfach so. Das machen auch viele Autohersteller, die wirklich schöne Autos bauen. Aston Martin, alle Verhältnisse immer im goldenen Schnitt. Ja, das heißt, Fenster, du sitzt im Schnitt 8, so. Du sitzt dann weit weg, 8 von... Nein, nicht die Sitzposition im Auto, aber die die Verhältnismäßigkeit, das Design, meinst du, das gesamte Design. Fensterhöhe zur Türhöhe und so weiter, immer in diesem Verhältnis. Meine Güte, da habe ich ja gar nicht aufgepasst. Wird automatisch immer als schick und harmonisch empfunden. Das wäre noch nie aufgefallen. Macht Sinn, ob es jetzt schick oder harmonisch ist, das sei jedem selber überlassen. Aber es macht auch technisch und physikalisch einen Riesensinn, weil wir einfach nicht an der Wand sitzen. Wir sitzen nicht in der Hälfte oder in der Mitte des Raums. Wir sitzen auch nicht in einem Viertel, sondern wir sitzen wirklich in diesem goldenen Schnittbereich, wo wir am wenigsten Raummoden haben. Das heißt, diese störenden Raummoden, sprich Basswellen oder irgendwas, was sich aufaddiert, Dröhnen im Raum und so weiter, schalten wir durch die Sitzposition schon zum größten Teil aus. Und die wäre ungefähr 8:5. Ich glaube, nach dem Video fangen einige an, Möbel zu rücken. Möglich. Aber es ist tatsächlich so, ja. Okay, also das haben wir auch. Dann lass uns doch mal hier rumdrehen. Im Moment haben wir das Thema Fernsehen und Quelle und so weiter alles abgehandelt. Was habt ihr denn hier gemacht? Habt ihr hier das selbst gebaut hier alles, ne, oder? Das haben wir selber gebaut, ja. Da ging es darum, dass wir für die ganze Technik in erster Linie natürlich was Stabiles brauchen, weil da stehen schon so 2-3 Schwergewichte drauf.
Dann ging es darum, dass wir die Möglichkeit haben, hier unten haben wir ein paar Schubladen eingebaut, ein bisschen was ablegen zu können. Da sind CDs und Blu-rays etc. drin. Und dass man auf jeden Fall die Möglichkeit hat, das ganze Ding vorzuziehen, einen ganzen Meter lang, und sich hintersetzen zu können und ganz bequem wirklich Kabel stecken, alles einschalten und zusammenpisseln kann, ohne sich zu verbiegen und ohne irgendwelche... Das heißt, es ist rollbar? Das ist rollbar, ja. Okay, und das Gewicht, was du gerade ansprichst, ja klar, das muss natürlich was haben. Das ist schon ein ziemlich massives Holz, was du da hast, ne? Ist ja so ein das Holz-Fan. Ist massives Holz, ja, das ist massives Holz. Das ist so altes Treibholz, nennt man das, ne? So richtig altes Holz. Das haben wir auch da als Türrahmen eingebaut, da oben um den Kamin, der jetzt nicht mehr da ist. So, das ist nur noch der Zug als Abschluss. Dafür haben wir das benutzt, genau. Du hast es angesprochen, Gewicht. Wir haben zwei Sachen hier. Zum einen haben wir noch einen Fernseher, der noch ein gewisses Gewicht hat. Richtig. Das ist noch ein älterer Samsung. Das ist ein Plasma, ne? Das ist ein richtig guter Plasma. Der hat bestimmt noch seine 35, 40 Kilo. Der hängt dann auch an einem dementsprechenden Halter. Ja, da können wir noch mal kurz erläutern. Dieser Halter nennt sich TV4, unser meistverkauftester Fernsehhalter in den letzten 6, 7, 8, 9 Jahren. Glücklicherweise haben wir den weiterhin noch im Programm und der ist natürlich schon wirklich robust. Ich zeig mal ein paar Detailaufnahmen. Den kann man wunderschön leicht, auch mit schweren Fernsehen, sollte jemand noch einen haben, wirklich weit nach rechts und weit nach links drehen. Und der bleibt immer Das ist das Wichtigste. Ist absolut überhaupt verwindungssteif. Genau. Der geht nicht das nach rechts, nach links, der bleibt einfach. Das ist der einzige Halter, der das tatsächlich kann. Der kann das echt. Wir haben alle anderen Halter, die über diese Scherengelenke arbeiten, diese ganzen Spiele, die in den verschiedenen Gelenken sind, addieren sich auf. Und es gibt immer nur eine Position, wo die in der Waage hängen. Der ist immer in der Waage. Ja. Das ist so, ja. Also, den gibt es bei uns noch weiterhin, haben wir bei uns auch in der Vorführung, in der Ausstellung. Und den hast du jetzt da genommen, montiert. Damit du, ich muss jetzt aber mal eben fragen, wohin es bewegst du den nein, Kollegen? Nein, es ist gar nicht nötig, den großartig gar nicht zu mehr, bewegen. Ne? Wenn man jetzt auf der Couch liegt oder da sitzt, ist es nicht sinnvoll, den großartig zu beziehen. Man kann den was rausziehen. Aber es ist halt... Wie viele Leute sind in dem Haushalt drin? Es ist halt der pure Luxus. Zwei sind das, ne? Okay, alles klar. Aber es ist halt der pure Luxus, ihn vorziehen zu können und dann auch die Verkabelung ranmachen zu können. Okay, ja, alles klar. Sehr, sehr schick. So, und jetzt kommt hier ein ziemlich fetter Bolide. Die Firma Denon lässt grüßen. Es sind Denon 8500. Richtig. Was war denn vorher? Was hat er vorher gehabt? Wenn du das war ein 7.1-System, ne? AVC. Ja, stimmt. Entschuldigung. Ja, das war der. Entschuldigung. Genau. Ja. Das ist ein 7.1, genau. Ja, das war der große da. Wobei der hinterher schon betrieben wurde über den Oppo. Und der Oppo dann die Dekodierung vom Ton gemacht hat. Das heißt, wir sind nur noch extern auf die Endstufen gegangen bei dem, ne, bei dem alten Denon. Das hat er gesagt, als er dann den hier gesehen hat. Der ist ja fast genauso groß gewesen, ne? Fast. Der ne? ist Wobei sogar andere, größer, glaube ich. Noch ist sogar was größer? Nein, der war noch ein Stückchen. Ich glaube, der andere war schwerer. Kommt ziemlich gleich hin. Der andere war, glaube ich, schwerer. Ja, ist aber ein Kilo oder zwei dann. Ne? Er wirkt auf jeden Fall größer, allein durch die goldene Farbe. Ne? Ihr wart damals bei uns im Laden gewesen, das weiß ich. Und dann hat er sich das mal angehört mit dem Thema 3D-Sound. Und wenn ich mich ja hier umschaue, es scheint ja gefruchtet zu haben. Es war wohl ziemlich überzeugend. Ja, also... Ich glaube schon. Zumindest haben wir jetzt hier Vollausstattung mit allen Lautsprechern, die gehen. Die nur irgendwie gehen und das im Wohnzimmer. Also der hat, glaube ich, 13 wenn man jetzt von Trinov absieht, hat er alles, was geht. Mehr geht im Moment gar nicht und er ist voll ausgestattet. Mit 15 Lautsprechern, sprich 13.2 System, was er ansprechen kann mit seinen Endstufen, ja. Dann haben wir noch, also du hast ein Oppo, ein Technisat haben wir noch, dann haben wir ein Rekhorn. Das heißt, hier muss irgendwo die Bude beben. Was ist hier drunter? Hier drunter ist gar nichts, der ist fest verklebt. Das ist ein Eichenholz, massiver Boden. Der Nachbar ist, darunter ja nicht fest, ist verklebt. Da ist noch eine Einlegerwohnung drunter. Darunter ist aber selten da, aber selten ich weiß. Da. Ja, also völlig entspannt. Das ist ja schön. So, und dann hast du noch einen Denon, das ist ein alter CD-Player. Das ist ein alter DCD 1500, 25 bis 30 Jahre alt. Damals ein ganz tolles Teil mit ja komplettem Metallchassis drin, 4 Netzteile drin. Ja. Also richtig tolles Ding. Habe ich auch mal gehabt, war mein erstes Gerät, habe ich ihm dann vermacht, habe ich mir von meinem ersten Gehalt als Lehrling gekauft. Sehr schön, mein erster CD-Player war von Sony, den hatte ich bei meiner Firma, wo ich damals, nachdem ich meine Ausbildung zu Ende habe, die haben nämlich CD-Player verkauft, da kam das Ding gerade raus, ich glaube, der hat 600 Mark noch gekostet. Ja. Das war auch so. Sony. 500, damals Mark. War bei Denon immer noch die Typenbezeichnung ungefähr der D-Mark-Preis, DCD 1500. ja, es gab einen 1100er ohne Fernbedienung. Da haben wir aber Glück, das ist heute nicht mehr so.
Ja, es ist jetzt bei den D9 klappt die Hälfte. Kommt nicht hin, das funktioniert nicht, ist nicht rechenbar. Sag ich ja, durch zwei. Nee, also da hat sich ja was zum Positiven entwickelt. Wobei, wenn ich es in D-Mark so rechne, sind wir fast wieder da, ne? Ja. Du meinst, wenn wir in D-Mark den rechnen? Ja, 8.500 durch zwei. In D-Mark gerechnet sind wir fast. Ah, ja, jetzt aber, du musst immer durch zwei. Okay. Jetzt wird's aber ganz. Ja. Wir sprachen ja von D-Mark. Komm, mir reicht das schon mit den 8 zu 5. Das ist schon genug vom Verhältnismäßigkeit und Zahlen. Ja, okay. Dreisatz. Ja, schon klar. Du hast jetzt hier das Thema Center erwähnt. Wir sehen natürlich jetzt nichts und wir wollen auch hier nichts abbauen. Aber du hast mir ein Bild geschickt damals von dem Bau und er war dann nochmal, nee, du warst bei uns, du hast ihm das erklärt. Und dann hat er gesagt, okay, ich vertraue dir. Also dann hast du den Center da eingebaut. Ja. Das ist ein relativ neuer Lautsprecher, den man auch als Center verwenden kann, weil das ist schon Oschi. Das ist ein DALI, ein M375, wenn ich mich recht erinnere. Das ist der neue Einbaulautsprecher. Ja. Den haben wir auch bei uns im Studio aufgebaut, vorführbereit das Ganze. Der kommt aus der Opticon-Liga, ne? Richtig. Hybrid-Hochtöner. Ja. Und, schon für Erwachsene. Schon ist für Erwachsene. Ja. Also, wie war dein Eindruck, nachdem du den als Center verwendet hast? Nachdem wir hier alles eingemessen haben, also ich finde ihn als Center sensationell. Er ist sehr präsent, er ist unheimlich klar. Ja. Und er hat auch diese Dynamikentfaltung. Ne? Abgesehen davon, dass er den Hybridtöner, Hochtöner hat, der sich wirklich sehr schön ausbreitet, dass man ihn gar nicht wirklich orten kann. Wie tief musstest du jetzt das Ganze bauen? Was haben wir? 10 cm? Die Wand 12? Ist 12 cm vorgesetzt. Ja, also einfach vorgebaut. Ja, die ist vorgebaut mit 10er Kanthölzern. Mhm. Ja, das hier ist 22 mm MDF-Platte, also auch richtig stabil. Die ist alle 50 cm einmal richtig befestigt. Mhm. Und das heißt, der Phantom passt genau rein. Ja, sind insgesamt mit der Platte haben wir 12 cm, der Lautsprecher ist 10 cm, glaube ich, tief, passt ganz genau rein. Mhm. Ja, das ist perfekt. Der Rest in der Wand ist natürlich komplett abgedämmt. Und du hast überlegt, oder du hast vorhin gesagt, so muss ich sagen, du hast vorhin gesagt, eventuell gehen die Schätzchen doch zur Seite, weil das vielleicht dann eingebaut, dann sind die Großen jetzt nicht mehr hier stehen, sondern werden drin und werden dann ziemlich auch schwarz da, also schwarz auf schwarz ist ja kaum noch sichtbar. Ne? Die Entscheidung ist noch nicht gefallen, weil das sich trennen von den Schätzchen ist natürlich schwierig. Ne? Aber es sind irgendwo Möbelstücke. Ich kann das nachvollziehen. Auf der anderen Seite, man geht nicht hin, aber das Auge geht hin. Ja, und wenn die in der Wand sind, rein optisch gewinnt man natürlich schon ein bisschen Platz. Ne? Also den Gedanken kann ich schon nachvollziehen. Die oberen Lautsprecher sind da die Fasson seit auch zum 100. Mal erwähnt. Es sind Lautsprecher, die einfach in jedem Raum reinpassen und die einen geilen Klang machen und die sich noch hier anpassen, weil es ist eine Fasson satt mit dem Dreieck dran ausgerichtet, heißt hier vorne oben heißt Center Height und dann kommen wir auf ein Auro-Layout. Aber ich sehe noch ein paar Lautsprecher mehr, somit kannst du eigentlich alles fahren, was der Kollege hier kann. Jawohl, komm, wir gehen mal weiter hier rum. Dann hast du hier den Voice of God, dann hast du hier den Atmos-Lautsprecher, wenn Voice of God Center Height aus ist. Das heißt, du fährst so oder so immer mit 6 Lautsprechern oben. Richtig. Das ist natürlich ziemlich cool. Ja, und mit 7 dann unten. Ne? Da haben wir dann das Layout mit Surround und Surround. Weißt du, was er am meisten hört? Ist das, macht er auch Musik? Weil ich sehe gar nichts hier, so an Scheiben und so. Ist das alles da drin? Da drin ist, glaube ich, ein Haufen. Okay. Cool. Das heißt also ich Mucke. Ich glaube, dass das Auro so gut angekommen ist, dass das ja hauptsächlich Auro gehört und geguckt wird. Und das bisschen, was mal in den Atmos kommt, lässt man auch. Da könnte ich euch noch was zu sagen, aber da haben wir schon ein extra Video gemacht. Booker Shade hier auf diesem kleinen Stick, gehen wir auch gleich mal rein, sind die drei neuen Demo-Files vom neuen Booker Shade Album. Hier bringen wir gleich die Bude zum. Gucken wir mal. Schauen wir mal. Jetzt sehe ich ja hier eine Farbe, die passt ja perfekt dazu. Wahrscheinlich war das zuerst da, schätze ich mal. Ne? Hast du eine Ahnung? Das ist genau umgekehrt. Also ich weiß genau, dass das umgekehrt war, weil den hat meine Freundin sogar ausgesucht, ganz witzig. Die sagte, hör mal, bei der Farbe, die die Dame des Hauses hier gewählt hat und wir passt zufällig bei euch nebenan, bei Fischers Lagerhaus waren. Wir haben neben dem großen, schwedischen Möbelhaus, was ich vom Namen her erstmal in den nächsten Stunden nicht erwähnen werde, haben wir noch Fischers Lagerhaus. Das ist direkt auf der Zufahrt zu uns. Ja. Und da fiel meiner Freundin das Ding auf und die sagte, hör mal, das ist doch genau die Farbe, die... Das hätte ich jetzt aber auch nicht gedacht, weil das ist ja sowas von sauber abgestimmt. Aber es gab wohl den Wunsch, sich von der Farbe etwas zu lösen, wenn man Filme guckt. Denn ich sehe da hinten einen Vorhang. Na gut, wir haben überall Vorhänge, dass wir beide Längswände komplett zuziehen und schwarz machen können. Wer kam denn auf die Idee? Einmal um das war meine Idee. Einmal um das Streulicht rauszukriegen ein bisschen
und auch um den Ton ein bisschen Schall, den Raum ein bisschen schalltoter zu kriegen für den Ton. Also es macht schon Sinn. Ja, man merkt es auch, sobald die Vorhänge zu sind, hört sich das Sprechen schon komplett anders an. Ne? Das ist ein, was ist das für ein Stoff? Das ist ein relativ leichter sehr Samtstoff. Sehr leichter, ein Samtstoff, ne? Ja. Glänzt nichts, glänzt ist nichts, ist relativ dünn, ja. Und den kannst du so zuziehen, dass echt nichts mehr durchkommt. Ja. Ja. Das zeigen wir euch gleich in der nächsten Szene. Genau, Kameramann nicht fallen. Und wenn, dann fällt er ja weich ins Sofa. Ja, also es wird dann so nach vorne zugezogen. Vorne ist schon schwarz. Ich glaube, das wird hier gleich eine ziemlich dunkle Hütte, ne? Das wird richtig dunkel hier drin, ja, ja. Das Einzige ist die Decke, die noch ein bisschen hell bleibt, aber... Aber da geht es sogar um die Kurve rum, ne? Was war das? Hast du gesagt vorhin, das wäre ein Kamin gewesen? Das war ein Kamin. Das ist immer noch der alte Kaminzug. Aber hier stand ein riesiger, gemauerter Kamin. Ich schicke dir mal Bilder davon. Ja. Und das habt ihr alles raus? Den haben wir komplett weggeschlagen, alles raus. Der stand ja einen Meter weit hier in den Raum rein. Das haben wir alles weggenommen, ja nicht mehr so kalt. Haben den Kaminzug dann hier verkleidet. Ja. Auch das ist dicke MDF-Platte. Ja. Ist im Prinzip nur ein U, ja, was oben durch diese Abschlussleisten gehalten wird, was wir rausnehmen können. Und dahinter haben wir alle Kabel, die in die Decke gehen, nach oben führen können, sodass das heißt, da nichts von überbleibt. Das heißt, die Kabel gehen hier, ich mache das jetzt mal, ich erlaube mir das mal so, ich mache das jetzt mal hier so zu. Das heißt, hier wird es jetzt zugemacht, da auch. Ach, der ist unterteilt. Das heißt, damit kannst du auch mal schnell wieder draußen rein. Okay, sehr schick. Und der liegt richtig auf, dadurch kommt unten nichts mehr durch. Genau. So, Kabel hier hin versteckt, weil abgehängte Decke ja. Und somit kannst du natürlich das auch, da ist eine abgehängte Decke doch immer was Schönes, ne? Ja, wobei bei der Decke, wie ich hinterher feststellen muss, ist nur eine Lattung drunter. Die geht glücklicherweise natürlich in diese Richtung. Und somit konntest du zwischen den Lattungen so durchgehen? Ja. So wäre es natürlich doof gewesen, dann hältst du immer da. Ja, alles war klar, unter anderem ein Grund, warum wir hier noch ein paar Lampen eingebaut haben, ja. Um dann einfach die Lautsprecherkabel, Kabel für den Beamer etc. da durchfischen zu können. Ne? Aber das ist letztendlich gut gegangen. Drei Lautsprecher haben wir gesagt. Da ist die Nummer 5 und 6. Ist jetzt nicht ganz so riegelkonform, weil wir da eine Tür haben. Aber funktionieren tut es wahrscheinlich. Gut, hoffe ich mal. Werden wir gleich merken. Ja. Ne? Weil normalerweise sind wir sonst ein bisschen in einer Linie drin. Aber die strahlen auch schön ab. Und ja, mit Zentimeter. Ich habe überlegt, mit dem Dennis zusammen. Ja, erzähl. Wir, also Dennis machte den Vorschlag, dass wir die Surround High Lautsprecher eigentlich als Back-Lautsprecher haben wollen. Ja, das heißt, mechanisch aufgebaut oder konfiguriert? Konfiguriert hier auf jeden Fall. Konfiguriert als Back. Ja. 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 Und da wir uns nicht ganz schlüssig waren, wo bauen wir jetzt wirklich hin, als Back oder als Surround High? Ja. Hast du so ein Mittelding gesagt, ausgedacht. Wir machen so ein Mittelding. Ja, genau. Funktioniert super, macht wirklich einen sehr, sehr abgerundeten Sound. Also weil hier sind jetzt noch Lautsprecher untergebracht worden, die scheinen auch noch vorhanden gewesen zu sein, ne? Ja, die sind auch schon immer da gewesen, sind aber klanglich witzigerweise so ähnlich den DALI, dass wir die nicht austauschen mussten. Darf ich mal aufmachen? Ja, klar. Was guckt mich denn jetzt da an? Oh, der ist aber noch nie aufgemacht worden, glaube ich. Ein ELAC-Lautsprecher mit dem berühmten ELAC. Ne? Hochtöner. Ja. Okay, gerade an der Wand, hinten dran, Kopfhöhe kann man sagen. Saubere Lösung. Und das Ganze mit 7, weil der Denon 8500 unterstützt ja jetzt in allen 3D-Tonformaten, oh, ich habe die Kurve noch gekriegt, nämlich Dolby Atmos und Auro 3D, die 7 Lautsprecher. Und der wird noch ein DTS:X Pro Update bekommen. Dann macht er auch aus allem, was hier Musik machen kann, noch einen Ton. Das kommt ja dann im Herbst über ein kostenloses Software-Update. Ja, bleibt dabei, ist das Mega-Flaggschiff. Genau. Wobei Flaggschiff ist ein gutes Stichwort. Hohe Schuhe darfst du dir jetzt aber auch nicht mehr anziehen, ne? Naja, gut. Es geht noch, ne? Okay, also das ist schon ziemlich cool, sich hier den Beamer so mit dich rein, aber man sieht ihn ja eigentlich nicht, weil er weiß ist, würde ich sagen. Ne? Also fällt ja kaum auf. Ja, ja, gut, das war natürlich Vorgabe, dass er weiß sein soll. Ihn weiter zurück an die Wand zu setzen, hätte die Wand, die Optik von der Wand vielleicht ein bisschen genommen. Pff, das ist alles Geschmackssache, aber da passt er schon ganz gut hin. Ja, es ist was für ein Beamer, ist das überhaupt? Das ist ein JVC N5. Genau. Ja, der N5. Weißt du, was er vorher hatte noch? Kannst du dich daran erinnern? Auch ein JVC, ein älteres Modell. Ja. Oh, da müsste ich jetzt lügen, den gab es als 350er, H350, HD350 kann das sein oder HD550? Ja, gab es, HD350. Sowas. Mhm. Oder 550, ja. Der macht immer den Deckel drauf? Ich glaube schon. Oh, cool. Okay. Ja, ich glaube, das ist so Angewohnheit. Der Alte hat ja immer, sitzt automatisch. Dann machst du auch immer, ne? Ja. Alles klar, okay. Ja, ja, ja.
Gut, also ja. Deckel ist drauf und dann passt das aber auch gerade so von der Breite her und du kannst dann von hier aus wieder kleiner zoomen, weil du jetzt mit Lens Memory dann ihn da eingerichtet genau. hast oder was hast Glück, du gemacht? Er hat zum Glück mehrere Memories, die ja. man abspeichern kann. Hier ja. haben wir es jetzt so gemacht, dass wir entweder kleiner zoomen bei 16:9, dann rechts, links halt an Breite verlieren, passend auf die Höhe gehen. Oder dass wir hingehen und uns verschiedene Memories abspeichern für Maskierungen. Das heißt, wenn ich 16:9 Filme habe, von mir aus einfach oben und unten abschneiden und auf 21:9 maskieren. Macht zum Beispiel Sinn bei Filmen wie diese Batman-Trilogie, wo das im Format immer hin und her springt. Ja, dann wird es einfach oben und unten schwarz maskiert ja. und es stört nicht mehr. Und ja, es ja. geht auch nicht aus der Leinwand mehr raus. Ja, okay. Ja? Mhm. Wenn man das nicht weiß, also ich war auch anfangs skeptisch, aber wenn man das nicht weiß, dass der Film 16:9 ist und man maskiert ihn auf einen... Es fehlt jetzt nicht der Kopf nicht zur Hälfte. Nein, es fehlt Wir haben schon auf. Den Bildausschnitt so gewählt, dass es noch ganz gut Meistens geht. Ist ja bei so, der ja. normalen Blu-ray auch der Fall. Wobei, ja. da ist es ja vielleicht noch ein bisschen individuell angepasst, aber schlussendlich genau. geht es ja auch da. Ne? Ja. Also ich bin mal sehr gespannt, wie es sich anhören wird. Wir machen jetzt gleich mal einen Schnitt, holen mal tief Luft und dann zeigen wir mal, wie wir hier die Vorhänge hier so auf und zu machen und welchen Eindruck und Einfluss das Ganze nachher auf die Bildqualität hat. Weil ich denke mal, unter den Bedingungen, wir haben jetzt draußen jetzt nicht heute den blauen Himmel, aber ich glaube auch, dass wenn wir jetzt da vorne gleich ein bisschen mal den Vorhang zuziehen, dass wir dann schon bereits ein ziemlich kontrastreiches Bild haben werden. Was meinst du? Das ist das eine und das andere ist, dass wir notfalls ja auch Rollladen haben, die wir runterlassen. Ja, ja, klar. Also von daher kriegt den Raum schon auch tagsüber komplett dunkel. Dann machen wir das. Schauen wir uns das mal an. Alles klar. Gut. Jetzt haben wir gerade mal einige Bilder vorbereitet, wie du das jetzt hier so der Reihe nach zumachen kannst. Also er hat sich ja einiges dabei gedacht, was die Vorhänge angeht. Ich denke mal, ihr beide habt euch das ausgedacht, weil du hast ja auch einiges an Erfahrungen. Das heißt, ihr habt das aufgeteilt in mehrere Segmente, sodass ich das eigentlich nicht genau. komplett dunkel machen müsste. Weil man sieht schon, dass einiges passiert, wenn der Vorderbereich alleine zugemacht wird. Richtig. Und dann kann man aber eben auch die gesamte Seite zumachen. Da komme ich mir gar nicht mehr vor wie in einem Wohnzimmer. Da bin ich ja wirklich in einem dunklen Kino, ja, in einer dunklen genau. Höhle fast. Ne? Genau. Okay, das ist also auch möglich. Ja, und dann habt ihr natürlich auch schon gesehen, dass man schon mit relativ viel restlich trotzdem schon ein gutes, kontrastreiches Bild hat. Aber klar, das Maximale holen wir, können Sie mal leicht ein bisschen umdrehen, das Maximale holen wir natürlich raus, wenn wir jetzt den Raum ganz, ganz dunkel haben. So, der Beamer selber hat überhaupt kein Problem, diese Bildbreite auszuleuchten. Übrigens ein geiler Film, wenn ihr den noch nicht gekannt habt. Le Mans heißt der, ne? Wenn mich nicht Richtig. Täusche. Ne? So ist das. Also ein toller Film, hat auch ein... Nicht nur interessantes Bild, obwohl das ist schon ziemlich körnig, ne? Aber das ist normal, das nennt man Filmkorn. Er rauscht also ein bisschen, aber es ist eine tolle Story und auch ein toller Sound. Der kommt auch noch dazu. Sound haben wir jetzt noch gar nicht gehört. Was noch auffällt ist, ihr habt das ja, wie ich das mehrfach gesagt hatte, am Anfang schon auch in mehreren Zonen wieder aufgeteilt, euer Licht. Vielleicht kannst du das mal machen, weil das geht ja. im Moment noch alles von Hand. Genau. Aber ihr seht ja, wenn du jetzt mal nach hinten gehst, Simon, dann sieht man sofort, wie jetzt hier vorne, wenn sobald das Licht jetzt hier mal kurz draufhalten. So, jetzt machen wir das Licht aus, mach hinter nochmal an, nochmal einmal an. Jawohl, jetzt wieder aus. Ja, also vorderer Bereich, alles duster. Im hinteren Bereich ist noch ein bisschen Licht, zeige ich euch mal eben. Und dann haben wir bereits schon mächtig viel Kino. Sehr gemütlich. Sieht cool aus. Sehr, sehr schön. Ich würde sagen, wir setzen uns mal hin und dann hauen wir mal hier ein bisschen was. Nachbarn waren nicht da, unten drunter ist nichts, da ist auch keiner. Alles gut. Stopp, wir haben noch was vergessen. Ha, ja, bitte. Wo wir über Nachbarn reden. Mach nur mal bitte Licht an. Ihr habt hier... 2 Subwoofer installiert. Richtig. Dürfen wir nicht vergessen. Welche Subwoofer hast du hier installiert? Das waren die schon da, wurden übernommen oder waren die jetzt auch im Zuge dieser ganzen Restaurierung? Die sind jetzt im Zuge dieser ganzen Restaurierung, Erweiterung dazugekommen. Dazu genau. Es ging darum, 2 zu nehmen, nicht um jetzt doppelt so viel Bums zu kriegen, sondern tatsächlich um das ein bisschen harmonischer auswiegen zu können ja. vom Bassgefühl ja. her. Ja. Das sind die SB oder PB 3000, ja. ne, die geschlossene. 3000 hat er schon hier. 3000er, genau. Und davon oh. haben wir dann 2 Stück genommen, diagonal mhm. aufgestellt. Ist er so ein Fan mit gut Bass? Ja, doch. Und wenn das dann nicht reicht, dann haben wir fürs Gefühl ja auch immer noch den iBeam unter der Couch. Ne? Aber, das hat er schön gesagt. Aber fürs Gefühl haben wir noch den iBeam. Ja, dann ist das gefühlsechter. Ja. Okay, also iBeam, wovon reden die denn da? Gefühlsecht? Das kann ich doch nur in anderen Zusammenhängen. Also, das ist ein Körperschallwandler. Kleiner schwarzer Kasten, wird hier drunter geschraubt. Kabel musste unter den Boden gelegt werden. Nein, das haben wir uns gespart. Es war vorher der Gedanke, ob man so einen Bodentank macht, um das Kabel reinzumachen. Tatsächlich sind wir aber hingegangen, haben das einfach nur mit einer kleinen Steckverbindung gemacht.
Das heißt, das Kabel liegt hier hinter. Ah, das wird dann also nur da eben reingesteckt, Bedarf, wenn man es benötigt. Dann ist hier unten drunter ein Anschluss. Stecker einstecken. Oder die Waldfee. Auch nicht schlechte Idee. Genau. Ja, es war die einfachste Lösung. Einstecken nach Bedarf, die Couch lebt mit oder eben nicht. Kann man so machen, ja. Sehr schön. Also der Körperschawattler, ne, der bringt jetzt das Vibrieren der ganzen Motoren, das Gefühl, wenn ich da drin sitze, dass er am ganzen Körper da am Rütteln und Schütteln ist. Das macht er auch, und zwar in verschiedensten Variationen. Wir haben ja ein Rekhorn hier gehabt. Das heißt, das ist der Verstärker, der hier die Intensität des Rütteln und des Fühlens, sag mal, beeinflusst. Richtig. Sehr schön. Also hier kann man sich sehr, sehr schnell sehr wohl fühlen. Küche ist direkt um die Ecke, Kühlschrank ist auch da, habe ich gesehen. Ist der Vorteil, wenn es nicht Küche. Ganz im Keller verschwindet alles, ja. Ja, genau. Ja. Kann es sein, dass der im niedrigen Lampenmodus läuft? Ja. Oh, ja, schön. Macht er. Weil im hohen Lampenmodus wird ein Tick rauschiger, würde man jetzt bei dem Ton auch nicht mehr hören. Ja, ja. Aber das reicht anscheinend schon ziemlich gut aus. Völlig, ne? Aus. Also, soweit ich weiß, sind noch keine Klagen gekommen über die Bildhelligkeit, wobei es ja auch ein bisschen von Film zu Film unterschiedlich ist. Ja. Man muss aber auch ganz klar sagen, dass wir das erste Mal, als wir es ausprobiert haben, noch mit der alten Leinwand, mit einem Kunststofftuch gemacht haben. Da war es so hell, dass wir wirklich dachten, wir müssen eine Sonnenbrille rausholen. Das Gewebetuch nimmt natürlich schon etwas an Helligkeit weg. Ja, das ist ganz klar. Ja, klar. Ja. Aber nicht unangenehm. Also für meinen Geschmack ist das absolut perfekt so. Dann würde ich sagen, lass uns mal hinsetzen und wir hören uns mal ein bisschen was an. So machen wir das. Cut. Also auch was in diesem Raum auch wieder auffällt, ist, dass man diesen wahnsinnigen Raumklang natürlich auch in diesem Raum gewaltig spürt, fühlt und merkt. Auch hier hätte ich ein Problem zu sagen, wo sind meine Lautsprecher. Also man ist da schon auch hier wiederum sowas von mittendrin, obwohl hier, das muss man vielleicht direkt sagen, also es reicht auch 5 und 4, aber natürlich ist das Maximalpaket, gerade auch wenn es da noch Inhalte gibt, die mit 7 Kanälen abgemischt sind für unten, natürlich auch nochmal ein echter Mehrwert, das merkst du natürlich. Ne? Und es sind auch eine ganze Menge, die da entsprechend vorhanden sind an Inhalten. Beeindruckend ist, wie man diesen Raum hier so super duster bekommt, dass man dann natürlich gar nicht mehr erkennt, dass man ja eigentlich noch großartig im Wohnzimmer ist. Ja. Ihr habt sogar hier mit dem guten Mann da entschieden, dass ihr wahrscheinlich hier mit so einer Decke arbeitet. Das hat sich durch Zufall ergeben. Das ist einfach irgendeine Decke. Es ging einfach nur drum. Damit man keine Spiegelung auf dem Glas hat. Genau, das ist ein Glastisch, ne? und die Spiegelung, wenn man so sitzt und guckt, ist schon ärgerlich, ne? Wenn man da die Getränke abends hat oder was. Und irgendwann er rief mich an, sagt, was kann ich machen? Ich sage, schmeiß einfach eine Decke drüber. Ne? Ja, ist so gefunden worden. Erledigt. Eine wunderschöne Decke ist gefunden worden und die funktioniert. Aber was man abschließend sagen kann, ist natürlich ganz klar, wie du sagst, dieser Kompromiss, den man hat zwischen Keller, Heimkino komplett oder eben im Wohnzimmer, beziehungsweise diese Kompromisse, die man eingehen muss im Wohnzimmer, die haben wir versucht, wirklich sehr weit auseinanderzuziehen, ne? Dass wir sagen, tagsüber haben wir ein Wohnzimmer, was auch noch als solches durchgeht, obwohl man viel Technik sieht. Aber wenn wir es mal eben umbauen innerhalb von 2-3 Minuten, sprich Vorhänge zumachen etc., dann haben wir schon einen ziemlich kinowertigen Raum. Ja, jetzt hat er noch draußen hat er noch diesen Art Wintergarten, der zwar halb offen ist, aber man kann da natürlich auch mal im Sommer schön sitzen, essen und so weiter da. Küche ist daneben, 2-Personen-Haushalt. Also das passt schon alles von der Fläche her und vom Ganzen her. Die Subwoofer, die machen einen guten Job. Die Querinstallierten, also auch hier muss ich sagen, war ein ziemlich knackiger, schöner Bass zu merken. Egal, ob ich jetzt hier oder da saß, das hat auch ziemlich gut funktioniert. Eingemessen worden ist das Ganze mit Odyssey Pro. Da wollen wir mal gucken, was wir noch rauskitzeln, wenn wir noch mal eine etwas individuelle Einmessung machen. Da kommt der Dennis demnächst mal vorbei und wird auch noch mal ein bisschen schauen. Also ich denke mal, wir haben wieder ein schönes Wohnzimmer, Heimkino gesehen, was wirklich den Namen verdient, wo eine Menge Kino drin ist, aber auch eine Menge Wohnzimmer. Und das Ganze so soll es ja auch sein, ja? Also das ist vielleicht wieder für den einen oder anderen eine Anregung, die wir euch jetzt hier in den letzten 20, 30, 40 Minuten gebracht haben. Ja, ansonsten kommt vorbei, so wie er hier, kommt vorbei und hört es euch mal an, erlebt das Ganze mal und überlegt mal jetzt schon, wo ihr schon 4 Lautsprecher an 2 vorne an der Wand und 2 hinten an der Wand installieren könnt, damit ihr auch dieses ganze Erlebnis habt, was wir jetzt hier gerade schon hatten. Und das soll es auch gewesen sein. Ich sage vielen Dank, schön, dass du den Termin organisiert hast, dass wir hier mal reinkommen konnten. Kein Problem. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal wieder bei Grobi TV. Wäre schön, wenn ihr uns da liken würdet. Wir gehen ja mal fleißig auf die nächsten 1.000 drauf. Ich glaube, 58.000 haben wir, glaube ich, demnächst als Ziel. Und vielleicht sehen wir uns ja demnächst. Und wie heißt so schön in diesen Tagen, bleibt auf jeden Fall gesund. Bis dann. Bis demnächst. Ciao. Tschüss.